Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Für alle Leute, die sich jetzt wundern, was sie jetzt gerade hier zu Gesicht bekommen. Nein, es ist kein Dominations, es ist ein anderes Spiel. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass ich persönlich gar keine Ideen mehr entwickle, für Dominations ein Video zu machen. Ich denke mal, es ist ja in dem Spiel alles getan, alles gesagt. Und klar, man könnte noch Weltkriegsvideos hochladen, aber es ist ja im Großen und Ganzen immer dasselbe. Deswegen zeige ich euch heute einfach mal ein anderes Spiel. Vielleicht kennen manche Leute von euch dieses Spiel schon. Nennt sich Mobile Legend. Ist, wie ich finde, eine schöne Alternative für zwischendurch, um mal einen Kampf zu machen. Langzeitmotivation würde ich jetzt eher mal auslassen. Aber da muss sich ja jeder sowieso selber reinfuchsen. Wie man auch vielleicht mitbekommen hat, von mir wenig Videos zurzeit. Mal wieder wenig Videos. Ja, es liegt einfach, wie gesagt, daran, dass ich einfach keine Ideen habe. Deswegen mache ich einfach keine Videos. Jetzt mache ich einfach mal eins. Fahre bald in Urlaub auf dem Festival. Bin dann wieder eine Woche sozusagen nicht da. Und naja, jetzt ist auch Home Nations irgendwie seit 3 Wochen kein Video hochgeladen worden. Das möchte ich jetzt einfach mal ändern. Jo. Mobile Legend, wie gesagt, so heißt das Spiel. Ist ein Abklatsch von League of Legend, was man am PC zocken kann. Ich denke mal, viele Leute von euch kennen das. Muss mal kurz mal gucken, der Ton recht laut, denke ich, fürs Spiel. Und ja, wir schauen mal kurz einfach mal rein. Also man hat verschiedene Helden hier, sich nach und nach ergattern kann. Viele sind auch kostenlos für eine bestimmte Zeit, die man dann spielen kann. Und ja, die kosten halt Gold, was man sich im Spiel erarbeitet. Wir können das mal zum Beispiel schauen. Wir haben hier die Fanny. Schwebende Klinge. Ist eine Assassine und Stürmen mähen ist ihre Spezialfähigkeit. Das heißt eher so für den Frontangriff. Und wenn wir jetzt aber mal zum Beispiel auf Mia gehen, das ist eine Schützin, die hat auch etwas eine größere Reichweite und ist eher so für, ja, für den Hinterhalt sozusagen gedacht. Ja, jeder Held hat seine bestimmte Fähigkeit und auch immer eine bestimmte, wie soll man sagen, eine bestimmte Attacke, eine recht starke, um Gegner kaputt zu machen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel den klassischen Modus, das ist so mit mehrere Türme zerstören und so weiter, aber das werde ich euch jetzt im Spiel, im Laufe des Spiels erklären. Ich mache aber mal eine Kurzform, um euch das einfach mal zu zeigen. Rauferei ist so ein bisschen, ja, geht schneller, ist eine kürzere Variante. Und ja, wir spielen einfach mal eine Runde. In dem Fall jetzt bei Rauferei kann ich mir jetzt keinen Helden aussuchen. Bekommen so gesehen nur zwei zur Auswahl, muss mich entscheiden für einen von den beiden Helden. Ich hoffe, dass unter anderem auch meine Lieblingsheldin dabei ist, dann kriege ich vielleicht nicht nur auf den Sack, weil ich bin auch nicht besonders gut in diesem Spiel. Aber es macht halt wirklich mal Laune für zwischendurch, meine Alternative zu Dominations. Ich meine, jetzt war gerade das Mauer-Event gewesen, da habe ich natürlich auch ordentlich gelootet. Ich glaube, was habe ich gemacht? 60 Millionen oder so habe ich erfarmt. Ich habe ein paar globale Atomzeitalter-Mauern gemacht, aber gut, wie gesagt, Dominations, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, das Spiel hat schon mal nicht stattgefunden. Müssen jetzt auch alle Leute bestätigen. Wie man sieht, aus Herren Ländern kommen die ganzen Personen hier. Ja, man kann sogar ein eigenes Bild mit reinmachen und so weiter. Naja. Schauen wir mal, ob das Spiel auch mal jetzt hier startet. Ja, der Spanier muss da oben noch vom Gegnerteam mal agieren. Dann kann es auch losgehen. Natürlich nicht. Ja, so können wir noch die Zeit ein bisschen vertreiben. Ich würde dann jetzt ganz gerne auch mal loslegen. So, jetzt der Engländer. Für alle Leute, die sich jetzt aufregen, Großbritannien, okay. So, Mia oder Fanny? Von den beiden, die ich gerade gesprochen habe. Ja, Mia. Spielen wir doch einfach mal Mia, Fernkampf. Da kann man sich hier noch bestimmte Schlachtzauber aussuchen. Zum Beispiel jetzt hier, man sieht es ja, verstärkt den Helden für kurze Zeit enorm. Hier hat man ein bisschen Heilungszauber. Habe auch nicht viel Zeit, um das auszusuchen. Hier hat man noch eben Lebenssets, die man ebenfalls auch aufleveln kann. In dem Fall bin ich dort Level 11, was das betrifft. Aber wir nehmen den magischen. So, ich werde ein bisschen auf Schnelligkeit meiner Attacken setzen und ja, Feuerkraft halt.
Ich habe keine eigene Energie oder Leben, deswegen kriege ich wahrscheinlich oft auf den Sack. Wir schauen mal. So, das sind die verschiedenen Helden. Der Gegner hat eine Eudora, das ist zum Beispiel meine Lieblingsheldin. Die macht richtig Aua, wenn man sie gut auflevelt. Und man sollte natürlich auch nur so leveln, wie der Held auch ist. So. So, das sind jetzt zum Beispiel zwei Attacken, die ich da gerade freigeschaltet habe. Und oben ist das Geld. Oben rechts, das sammelt man im Laufe der Zeit und kann sich so die Attacken verbessern. Auf Prozente, meistens 15% besserer Angriff oder so. So, das sind die Gegner da. Ziel des Ganzen ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Und ja, noch nicht sehr stark hier die Attacken. Innerhalb gegnerische Basis zu zerstören. So. Sind noch ein paar Türme dazwischen, die man ebenfalls erstmal angreifen muss. Oh. Süße. Da haben wir schon den ersten Kill. Da hat meine Kollegin schon einen gemacht. So, ich habe jetzt ein bisschen sehr viel Energie verloren, muss mich ein bisschen zurückziehen. Das ist alles Taktik, das lernt man, denke ich, im Laufe der Zeit. Ich habe auch eine recht große Reichweite, das sieht man, wenn ich auf meine Attacken drücke. Oh, 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 oh. Ist irgendwo die Heilung da? Nee, die Heilung ist nicht da. Ah, diese, das war mein Kill. Schneckt im Endeffekt eigentlich. So, oben hat man auch diese Leiste, sieht man einen Kill, nullmal gestorben und ein, ja, Assist gemacht. Das Spiel, wie gesagt, von der Dauer her ist sehr recht unterschiedlich. Es variiert ein wenig. So, immer schön, wie gesagt, aus dem Hinterhalt die Gegner attackieren. Und jetzt gehe ich drauf. So, 60% physischer Angriff. Nimm mal mit. Angriff, Lebensraub. Nee, das lasse ich erstmal sein. Spare lieber doch für ein bisschen bessere Attacken. So, jetzt hat man eine gewisse Dauer, die man warten muss. Das ist ja auch irgendwie auch der Sinn des Spiels, die Gegner kaputt zu machen, damit man dann in Ruhe die Türme zerstören kann. So, warte mal, was war denn überhaupt meine Spezialattacke bei dem? Oh, oh, das ist nicht gut. Ja, da gehe ich schon wieder das zweite Mal drauf. Ja, wie man sieht, bin ich da nicht so gut drin. Aber der Meister ist ja noch nicht vom Himmel gefallen. Ja, 4 zu 6 Kills. Das heißt, die Gegner sind ein bisschen besser drauf, haben unseren Turm auch hier schon irgendwo ein bisschen, na sogar einen schon zerstört. Das ist ja nicht so gut. Ist auch immer ein schönes Ding, wenn man das erste Video über ein Spiel macht und jetzt mal schön gediegend auf den Sack bekommt. So, jetzt kommt man her hier. Oh nee, nicht reinziehen da. Hau ab. So, ein großes Durcheinander. Vielleicht für viele nicht ganz verständlich. Ja, schön mein Kill abgesnackt gerade. Aber das ist ja auch egal, es ist ein Teamspiel. Im Großen und Ganzen geht es nicht darum, wer zum Schluss die meisten Kills gemacht hat, sondern die gegnerische Basis zu zerstören. So, jetzt kriegen die Gegner gerade richtig auf den Zünder. So, das war mein Kill. Ausgelöscht, kompletten Gegner sind down. So, da kommen die kleinen Minions, auf die muss man warten, weil der Turm schießt auch und kann wehtun. Schön meine Heilung geklaut. So, rauf da. 1 gegen 4, ein bisschen unfair jetzt für ihn. Ja, was kann man noch erzählen? Was hatte ich schon wieder Stillstand habe hier. Ja, man kann hier auch den Kollegen sagen, dass man sich dort sammeln soll, dass man oder sich doch lieber verpisst, so wie jetzt. Hau ab. Ja, und Dankeschön. Ja, da machst du nichts, ne? Dann kriegst du einfach mal auf den Sack hier. Angriffsgeschwindigkeit, darauf wollte ich gehen.
Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Dadurch, dass ich ja Pfeile schieße, wäre es ganz gut, schneller Pfeile zu schießen. So, Gegner kommen jetzt wieder. Da ist unser Turm. Der muss jetzt standhalten. Das ist jetzt unsere Aufgabe im Endeffekt. Weil danach kommt nämlich schon unser Hauptquartier. Das ist das hier, das Runde. Oh, komm, den machen wir doch. Oh, nee. Ich kam auch nicht weg da, ne? Also, kompletter Stillstand. Ja, 2-4-7 ist auf jeden Fall keine glorreiche Stunde gerade, aber ist ja auch nicht mein Lieblingsheld, dementsprechend ist das schon okay. Ich bleib lieber bei der Attacke. Und man kann, wie gesagt, man levelt, maximal Level sind 15 und man kann seine Attacken, wie gesagt, immer wieder aufbessern. Bei 15 ist ja auch Ende. Ja, da bin ich wieder. Ja, das ist nicht so schön. So, jetzt diesmal aber nicht gleich wieder rein, sonst bin ich ganz schnell wieder. Oh. Siehst du, da hat er eine schön hier keine Energie mehr und haut ab. Oh, oh, die Blitze tun weh. Die Attacke habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das Schöne auch bei dem Spiel ist, dass ab und zu mal, wenn Upgrades kommen, auch wieder neue Helden kommen. Das heißt, es kommt auch keine Langeweile auf. Ja, danke. Und ich wollte die ganze Zeit eigentlich auf den anderen Helden gehen. War ja wohl nix. So, man kann den anderen, wie gesagt, auch mal zugucken. Man kann hier auch oben so ein bisschen auf die Karte klicken und dementsprechend gleich rüberzoomen. So. 15 zu 20. Kleiner Vorteil, wie gesagt, für die Gegner. Ja, da machst du nichts, wa? Wenn sie besser sind, sind sie halt besser. Aha. Diese. So, jetzt läuft gerade. Sehr schön. Double Kill von mir. Na, das läuft doch. So, jetzt ganz schnell nach vorne. Versuchen, den gegnerischen Turm platt zu machen. Jawohl. Und der Turm kaputt, sehr schön. Gleich auf den nächsten. Oh, der ist aber schnell down. So, jetzt haben wir den Vorteil. Zwei Türme kaputt, wie bei uns steht noch einer. Und die kriegen gerade richtig auf den Sack. So, Mega-Kill von mir. Oh, noch einen gleich hinterher hier. Easton gerade los hier. Ja, Easton. Jo. Da habe ich gerade mal das Spiel gecarried. Schöner Abschluss und damit haben wir den Sieg. Ja, das ist es im Endeffekt. Das ist das ganze Spiel. Wie gesagt, das gibt es auch noch in einer größeren Form. Hat es gerade mal ein bisschen geleckt. So, Victory. Ich habe eine Goldbewertung bekommen. Ja, 8, 5, 11. Da, ich glaube, damit kann man nicht gut leben. Die meisten Kills gemacht. Alles gut. Ja, das war's. Jetzt kriegt man nur so kleine Bonzen, wegen Gold zum Beispiel. Ja, diese typische Werbung, ne? Magst du dieses Spiel? Frag mich mal später. So, da oben hat man auch noch ein Level, eine Statistik. Ich habe doch hier immer was anderes gehabt, genau. So, dann kann hier sehen, wie viel man MIP ist, wenn man der beste Spieler war. Hier Dreifach-Kills, legendäre Double-Kills. Und hier hast du noch die verschiedenen Spielmodi. Das ist jetzt die Rauferei, ein Dreifachkill schon fünfmal gemacht. Ja, da sieht man so ein bisschen die kleinen Statistiken, die vergangenen Spiele, die man gespielt hat. So, also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ja, positiv. Okay, hier bin ich mit 1,7 mal richtig fertig gemacht worden. Ja, aber so ist es halt. Das ist das ganze Spiel. Wenn ihr mehr davon sehen wollt,
dann sagt's einfach. Und wenn nicht, ja, zeige ich euch vielleicht auch mal andere Spiele. Ich werde vielleicht einfach mal so ein bisschen beim Play Store mal durchgucken und wenn mir irgendwas selber gefällt, dann zeige ich euch das. Aha. Ja, warum nicht? Gegen Griechen habe ich nichts. Ja, das war's. Wie gesagt, mal ein kleines Video, dass nicht allzu viel Langeweile auch auf dem Kanal aufkommt. Ja, und ich verabschiede mich. Ich wünsche Spaß und man hört sich vielleicht wieder. Reinhauen.